Ich erzähle euch mal, was Krieg ist. Krieg ist absoluter Albtraum. Aktuell liest man ja sehr viel. Türkei hat russische Flugzeuge abgeschossen. Auf einmal ist jeder Russe oder jeder Türke Nationalist geworden und jeder weiß über Krieg Bescheid. Und die Russen schreiben, unser Land ist das zweitgrößte Land auf der Welt und wir haben so und so viel Armee. Die Türken schreiben, wir hatten Osmanisches Reich und und. Ich möchte persönlich niemanden angreifen, aber die Leute, die vor der Tastatur sind und das Ganze eintippen, ihr habt absolut gar keine Ahnung, was Krieg bedeutet. Ihr habt absolut gar keine Ahnung, was für eine Hetze ihr mit eurer Post treibt, die ihr im Facebook oder andere Internetseiten schreibt. Ich erzähle euch mal ganz kurz ein, zwei, drei Beispiele von meiner Kindheit. Als Vierjährige bis Zwölfjährige habe ich 8 Jahre lang den Krieg, Iran-Irak-Krieg, erlebt. Ob das in der Schule war oder nachts zum Beispiel. Wir hatten immer Radio laufen, dass man sofort den Bombenalarm hört. Dann ging Bombenalarm los, ne? Und auf der Straße in den Lautsprecher ging Bombenalarm los. Und kurze Zeit danach waren wir, unsere Eltern hatten uns unter die Arme gepackt. Kurze Zeit danach waren wir unter die Treppe ganz unten. Damals hat man erzählt, unter der Treppe ist man sicher. Und dann fingen auch schon die ersten Abwehrraketen der iranischen Luftabwehr. Und dann kommen die irakischen Flugzeuge und wir werfen die ersten Bomben schon runter. Und die Bombengeräusche, die man so aus den Filmen kennt, genau das gleiche. Hörst du, wurde immer lauter, immer lauter. Und dann hast du gedacht, ach du Scheiße, es trifft uns jetzt, es ist vorbei. Und dann ein paar Kilometer weiter hat es ein Haus getroffen oder ein Gebäude. Und haben wir uns gefreut, Gott sei Dank, es hat uns nicht getroffen. Aber Mist, es hat andere Menschen getroffen. Tag danach haben wir uns die Gebäude angeguckt. Viele Tote, Leichen, haben wir alles gesehen. Und das gleiche auch in der Schule. Wir waren in der Schule und dann auf einmal mitten im Unterricht Bombenalarm. Im Schulhof hatten wir Bunker gebaut für ein paar hundert Schüler. Während Bombenalarm sind wir alle in den Bunker reingelaufen, haben uns versteckt und wieder das gleiche. Todesangst ohne Ende. Wieder diese Bombengeräusche. Mensch, wird uns das treffen heute? Überleben wir nicht? Also mein Appell an die ganzen Internet-Rambos, die wirklich viele, 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 viele Posts reinschreiben in Facebook etc. Krieg ist kein PlayStation, das ist kein Computerspiel, das ist pure Wahrheit. Und sobald ihr eine Minute im Krieg seid, werdet ihr euch wünschen, dass ihr so schnell wie möglich da rauskommt. Also hört bitte auf, hier einen auf Kriegswisser zu tun, versucht eher für Frieden zu sorgen, statt dass man sich gegenseitig aufhetzt und für den Krieg Leute antreibt.